Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezu. Ich bin Arezu und habe eben mal wieder ein bisschen an den Grafikeinstellungen rumgespielt. Ich habe drei weitere Haken weggemacht, weil als ich hier reinkam und den hier gemacht habe, ist sofort alles zusammengestürzt. Diesmal nicht. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Okay, wir können zumindest ein Bein hier höchstwahrscheinlich ausschalten direkt. Das ist gut. Ja, okay, wenn wir so schießen, denke ich, können wir den meisten Schaden verursachen. Ja, das war trotzdem nicht so viel, wie ich gerne gehabt hätte. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Aha, damit haben wir ein bisschen Willenskraftpunkte zurückbekommen, denke ich. Auf jeden Fall machen wir einen Explosionsstoß noch. Und ja, jetzt kann ich das hier benutzen für kostenlos. So, noch ein Bein deaktiviert. Wunderbar. Ich glaube, der Schleim sieht anders aus jetzt durch die veränderten Einstellungen. Bin ich sicher. Wie geht's denn dem Chiron? Der braucht noch ein bisschen Medizin. Das ist kein Medizingewehr. Das hier ist ein Medizingewehr. Wie gut kriegen wir den? Nein. Oh, doch. Das. Ja, das geht. Aber wir haben nur den einen Schuss. Okay, aber ein weiterer würde auch ausreichen. Also, das ist ein Raven-Gewehr. Das bringt uns auch nicht weiter. Das hier bringt uns weiter. Preparing to fire. Wenn wir treffen würden, würde es uns weiterbringen. Okay. Hier haben wir überall keine wirkliche Deckung. Hier müssten wir einen guten Winkel haben, theoretisch. Das ist das Problem bei Sprint. Man kann nicht genau sehen, wow, was man bekommt. Und das ist das Problem, wenn man eine Tagpause macht zwischen. Also in der Mission. So, okay. Gut, das könnte hinhauen. Das haut hin. Wunderbar. So, der Rest kann sich darauf konzentrieren, die hier auszuschalten, bitte. Und eventuell hätte ich das hier früher machen sollen. So. Dann kümmern wir uns mal um die Beine. Oh, gleich zwei Beine ausgeschaltet. Schön. Und gucken wir, ob wir noch zwei kriegen. Ja. Wunderbar. Du kannst gerade nicht mehr feuern. Du hast auch nichts mehr. Du hast einen Schuss theoretisch übrig, aber du hast keine Pistole bei, also auch nichts. Du hier kannst aber Dinge tun. Na, ist hier noch irgendein Bein auszuschalten? Nö, sieht nicht so aus. Na dann. Schießen wir einfach auf die schon ausgeschalteten Stellen. Wie viel hat die denn? Oh, okay, wir können da den Zug einfach beenden. Gewonnen! Ich sagte gewonnen. Hör auf rumzunebeln. Gut, wir haben zwei Verletzte und niemanden Getöteten. Das ist doch schon schön. Ja, damit haben wir einen Chiron erbeutet. Yay!
Damit können wir die Chiron-Vivisektion machen. Schaden, der Chiron zugefügt wird, wird erhöht. Der Chiron ist eine riesige und kräftige Kreatur, die eingesetzt wird, um groß angelegte Pandoraner-Angriffe auf menschliche Siedlung zu unterstützen. Und Schleimabweiser. Eine Analyse des pandoranischen Schleims hat gezeigt, wie seinen adhäsiven Eigenschaften entgegenzuwirken ist. Wir können Substanzen für den Einsatz bei Bekleidungs- und Ausrüstungsherstellung entwickeln. Ein solcher Durchbruch würde die Truppenmobilität erhöhen und es gestatten, ohne Verzögerung von schleimbefallenes Gelände zu durchqueren. Ja, das halte ich für ganz sinnvoll. Das ja auch. Jetzt ist die Frage, was ist hier davon am sinnvollsten? Ja, ich denke, der Schleimabweiser ist schon ganz gut. So. Wir haben minimale Verletzungen hier. Das heißt, wir gehen einfach nur kurz hier hin. Da lohnt sich der Aufenthalt bei Aeronautik gar nicht. Wo fliegt ihr denn hin? Ah, ich werde mir da schon was... ich werde mir da schon Gedanken gemacht haben. Habe ich bei Phoenix Point das nicht schon die letzten paar Folgen eingeschaltet? Oder war das jedes Mal mit Abstürzen? Und hier müssen wir noch Dinge einschalten. So, okay. Gut. Ja, hier warten wir kurz. Okay. Oh, und jetzt. Na, dann würde ich sagen, untersuchen wir mal Dinge. Zum Beispiel das da. Wir müssen ja noch weitere Basen finden. Achso, ne, Moment mal. Das hier ist eigentlich das Sinnvollere, ne? Die Symes-Ausflüge hier. Okay, da komme ich nicht hin. Das ist ein Problem. Okay, die Karte will hier nicht. Okay, wir kümmern uns erst einmal um den anderen, um den Erreichbaren. Da kommen wir auch nicht hin, warum nicht? Okay. Ich bezweifle, dass die wirklich was Sinnvolles dort zu tun hat. Hier müssen wir nicht hin. Na, obwohl. Von hier kann man eventuell hier rüber. Ach Gott. Die Kontrolle hier ist manchmal etwas merkwürdig. Ne, ich denke, hier müssen wir hin. So. Und. Ne, ich weiß nicht, warum die anderen hier nicht hin dürfen. Hoppala. Okay, geht erstmal hier hin und scannt nochmal. Wahrscheinlich brauchen wir hier Zwischenpunkte aus irgendeinem Grund. Aber eigentlich müsste man hier rüber können. Okay, und ihr macht hier erstmal einen Zwischenstopp. Sammelt. Oh. Ha, kein Geld. Das ist doof. Sollte aber eigentlich nicht so überraschend sein, weil es hier ja kein Geld gibt. Nur Materialien, Tech und... Ah, Schleimabweiser! Die Entwicklung einer Schleimabweiser-Technologie hat sich als schwierig erwiesen. Nach sequenziellen Tests von mehr als 17.000 Materialien, sowohl mineralischen als auch organischen, wurde deutlich, dass ein neuer Ansatz erforderlich war. Die Art und Weise, wie das Caulobacter crescentus-Bakterium auf Sauerstoff reagierte, brachte die Lösung. Ausgestattet mit zwei Sauerstoffkapseln ist das Schleimabweisermodul am Bein der Kampfpanzerausrüstung eines Soldaten anzubringen, wo es in der Lage ist, eine hohe Konzentration unserer sauerstoffhaltigen Verbindung zu versprühen, um in schleimbedeckten Bereichen ausreichend Bakterien abzutöten. Okay. Brutal.
Das bringt keine Boni, außer dass die Bewegungsfähigkeit nicht eingeschränkt ist. Schade. Naja, allerdings bei den anderen auch, ne? Die sind es mir auch wert. Andererseits, die anderen sorgen auch dafür, dass mir die Leute nicht wegsterben. Okay, wir stellen mal ein paar auf Verdacht her, so. Okay, da wollen wir nicht hin. Ja, kann ich gerade nichts machen gegen. Ich meine, ich könnte, aber der Aufwand. So, jetzt haben wir die richtige Reihenfolge gemacht. Wenn die ersten ankommen, dann kann man schon mal erkunden. Dann sind die anderen rechtzeitig da, falls ein Hinterhalt kommt. Uah, nicht die Tiamat. Aber die Tiamat sollte auch irgendwann ankommen, ne? Felgen! Unsere Soldaten haben in 10... Ah. Unsere Soldaten sind in einer Kleinstadt gelandet. Die meisten Gebäude wurden bei irgendeiner Art Kampf zerstört. Ein Gebäude ist jedoch noch erhalten geblieben. Sieht aus wie ein Museum. Durchsuchen wir's. Es ist ein Automobilmuseum, in dem ein paar der ältesten Autos und Lastwagen vom Beginn des 20. Jahrhunderts ausgestellt sind. Nach dem Eindringen klappern unsere Soldaten sämtliche Gänge und Räume auf der Suche nach etwas Nützlichem ab. Irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, aber wenn die Menschheit eine Zukunft haben will, müssen wir mitnehmen, was wir kriegen können. Ja, 120 Materialien, 60 Tech. Das ist doch nicht schlecht. Ich weiß nicht, warum man manchmal von Manticore 2 direkt zur Tiamat springt, wenn ich rückwärts gehe. Wieder nichts. Wie geht's der Tiamat? Ist unterwegs. Oh, okay, da hat jemand eine Pandora-Zitadelle zerstört. Das ist doch nett. Riecht nach Überlebenden. Die Manticore 1 ist außerhalb einer verlassenen Kläranlage gelandet. Unsere Soldaten beschreiben den Geruch als so ekelerregend, dass wir die Skala nach oben erweitern müssen. Untersucht den Ort. Oh, 30 Schaden, 10 Ausdauer verloren. An einem Ort wie diesem etwas Nützliches zu finden, ist verdammt harte Arbeit, aber wir können alles brauchen, was wir kriegen können. Unsere Soldaten haben sämtliche Ressourcen mitgenommen, die sie finden konnten, und wurden dabei von einem mutierten Saugwurm angegriffen. Aber letztlich waren die Dämpfe gefährlicher als der Mutant. Ja, 25 Tech, 250 Materialien, das ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass wir uns... Die heilen ja auch auf dem Schiff ein bisschen, ne? Na, jetzt haben wir die, aus irgendeinem Grund die Manticore 2 übersprungen. So, ein Gebietsscan bitte. Personal hier, 182. Oh, und wir sollten uns... Ja, bevor wir in den Hinterhalt geraten, sollten wir auf jeden Fall mal nachladen. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Warum stand da jetzt das... Also, ich habe einfach beim Falschen geguckt, ne? Warum hast du eine Heelkanone bei? Achso, weil du ein Heavy bist. Okay. Du bist entschuldigt. Was fehlt uns eigentlich noch für die Forschung? Feuerwurm, Saurwurm. Ah ja, okay, wir brauchen noch eine Sirene. Das heißt, es ist gerade nicht so sinnvoll, auf Dings dazu verzichten. Auf Betäubungsgewehre. Oh, das hier ist doch nicht schlecht. Allerdings kriegen wir das erst mit dem nächsten Level.
Dann würde ich sagen, lassen wir das einfach erst einmal so. Ne? Das hier brauchst du nicht unbedingt. Und haben wir noch irgendwas, das wir wegpacken können? Nee, ne? Ich meine, einmal Munition? Ich weiß nicht. Ja, okay, ich denke, wir lassen es so. Du lädst nach. Okay, ihr alle müsst nur aufleveln. Das machen wir später. Aber ich wollte auch mal nachgucken hier bei denen. Nicht wirklich viel Platz, ne? Aber wenn wir ein Medikit hier weggeben. So, dann... Gut, aber wenn wir noch ein Medikit weggeben. So. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Betäubungskapazität. Ich hoffe einfach, dass es was Gutes bringt, wenn wir die Sirenen... 40 McFord Face kann sich wieder ohne Probleme verteidigen. Ja, ich hoffe einfach, dass es was Gutes bringt, wenn wir die Sirenen erforschen. Verlassene Militärbasis. Es wurden keine feindlichen Streitkräfte entdeckt, aber vermutlich können wir hier einige Ressourcen finden. Ein kleiner Vorrat an Ressourcen wurde gefunden. 60 Tech, 540 Materialien. Ich dachte, ein kleiner. 192. Eben war es bei 182. Das heißt, sie heilen auf jeden Fall. Bloß nicht ganz so schnell. Wir sind bei 69% ODI. Hier habe ich mal wieder vergessen zu erkunden. Ah, fortgeschrittene Raketengeschosstechnologie. Es wurde ein neues Infanterie-Raketenwerfersystem entwickelt, das in der Lage ist, Ziele mit absoluter Genauigkeit und verheerender Zerstörungskraft zu treffen. Die Produktion der Raketen ist teuer, aber sie könnte bei kritischen Missionen entscheidend sein. Die KI-Lenktechnologie, ich dachte erst, hier steht K1, deswegen. Ja, die KI-Lenktechnologie kann sich bei der weiteren Entwicklung von Waffen als nützlich erweisen. Verbesserter Raketenwerfer von Neu Jericho und Tor AML-Rakete. Das ist der montierte, ne? Das heißt, wirklich der bessere. Wir gucken hier mal nach. Destiny 3 ist eine Lasermatrix. Das habe ich noch nie hergestellt, ne? Sollten wir mal machen, um zu gucken, was genau das ist. Aktionspunkte 1. Scheint keine Hände zu brauchen. Dann ist es wahrscheinlich auch etwas, das man montieren kann. Ja, hier haben wir die Fury 2. Da steht auch einfach nur Raketenwerfer. Stoß 80, zerfetzen 4 auf 25 Reichweite. Und Stoß 120, zerfetzen 6 auf 35 Reichweite. Ja, das klingt besser. Wie viele Leute haben wir denn, die welche brauchen? Hier haben wir 1. Okay, wir könnten theoretisch... Nee, Reaper braucht sowas nicht. Oder? Okay, Star und... Und... Star. Wir haben tatsächlich nur eine schwere Truppe hier. Ich meine, den hier könnten wir eventuell noch schwere Truppe anhexen. Den Schleichern. Ich glaube nicht, dass das so sinnvoll ist. Wie geht's der Tiamat? Die forscht brav rum. Okay. Die Minen! Unsere Soldaten sind in der Nähe eines verlassenen Bergbaukomplexes gelandet. Die Maschinen wurden dem Rost überlassen und es gibt keine Anzeichen von Menschen, weder tot noch lebendig. Der Ort wurde völlig leergeräumt. Ich verhaspel mich heute mal wieder dauernd. Die Durchsuchung der Mine könnte zu besseren Ergebnissen führen, aber da sie bereits vor vielen Jahren stillgelegt wurde, ist sie vielleicht nicht mehr stabil. Durchsucht den Bergbaukomplex, durchsucht den Minenschacht, durchsucht die Minen und den Komplex. 30 Schaden, 10 Ausdauer verloren. Die Suche war anstrengend und es gab einen kleinen Unfall im Minenschacht, aber wir haben mehrere Vorräte mit nützlichen Ressourcen gefunden. 95 Tech, 120 Materialien. Wir werden reich. Und? Furtziu, da können wir auch nichts machen. Das goldene Zeitalter. Unsere Soldaten haben einen verlassenen Standort des Phoenix Projects entdeckt. Aha.
Dies ist keine Basis Orr, sondern ein Archiv mit alten Bauplänen und anderem Planungsmaterial, das 2011 willkürlich zusammengestellt wurde, als eine ältere Archivanlage abgerissen wurde, um Platz für eine Umgehung zu schaffen. Hier gibt es verschiedene nützliche Ressourcen, aber der interessanteste Fund ist auch der am wenigsten nützliche. Der offizielle Investitions- und Entwicklungsplan des Phoenix Projects wurde 1970, der den ehrgeizigen Plan von Newton Samuel und Irina Seminovia für die 1970er Jahre darlegt. Erkundung der anderen Seite des Mondes, Entnahme von Proben aus den tiefsten Stellen des Ozeans, sogar der Bau einer neuen Forschungsstation in der Antarktis. Was hätte alles geschaffen werden können? 250 Materialien, 80 Tech, 120 Nahrung. Mhm. Ah, verdammt, jetzt erkunden beide. Gut, dann dorthin. Und zwar beide Teams. Ach, guck einer an. Wir kommen sogar da an, wo wir ankommen wollen. Mehr durch Zufall jetzt. Wir sind bei 21 Minuten und ich habe es ja schon mal gesagt, ich möchte eigentlich eher in der Nähe der 20 Minuten bleiben jetzt. Deswegen machen wir hier den Cut. Also wir sind mit der Erforschung ein bisschen weitergekommen, das ist doch schon mal schön. Und hier werden wir hoffentlich durchkommen, sobald wir uns da durchgeforscht haben. Also ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.